Hallo und willkommen zurück bei Mass Effect 2, wieder mit mir der Punkt. Und ja, wo haben wir denn das letzte Mal schon wieder aufgehört gehabt? Ich glaube, wir waren gerade hier eingedrungen, ja, müssen die Tür knacken. Oh, verdammt. Reden und gucken funktioniert nicht gleichzeitig. Und ich weiß, wir sind beim Kroganer, das weiß ich. Bei der Kroganer-Feste. Wir müssen jetzt irgendwie zu Javier? Nee, zum Kriegslord auf jeden Fall. Der sieht aber gut aus. Völlig geschleimt vor allem. Wir müssen irgendwie den Kroganer holen. Was ich jetzt schon zwei, dreimal gesagt habe, nur dass es anders klingt immer wieder zwischendurch ein bisschen, aber hey! Damit lässt Meins! sich was anfangen. Oh, was haben wir denn da gefunden? Präzisionsgewehrschaden. Na, das ist doch gut. Pro Präzisionsgewehr haben wir ausgerüstet. Eigentlich haben wir es nicht ausgerüstet. Ha. So, ich weiß gerade gar nicht richtig, womit ich anfangen soll. Peng. Ja, das ist schon mal sehr gut. Besseren Anfang gibt es nicht. Zack. Peng. Ich weiß auch nicht mehr so genau, was die letzten Gesprächsthemen waren, über was ich geredet habe. Wir sind jetzt schon wieder 7 Tage her. Boah, das ist kaum zu glauben. 7 Tage lang habe ich nicht aufgenommen. Cryo 4 werde ich heute auch nicht mehr wieder aufnehmen, glaube ich. Je nachdem, was ich Lust habe. Ich habe jetzt immer noch eine Wii U, mit der ich spielen muss. Weil das neue Zelda Wind, also beziehungsweise das alte neue Zelda Wind Waker hatte ich. Ja, ich habe gehütet, so viel Geld dafür auszugeben, einfach mal so wie eine neue Konsole. Und jetzt sage ich nur, fuck, die Shit mit Xbox ohne und PS4. Wer braucht das denn? Nintendo ist einzig wahre. Nee, sind bestimmt auch ganz toll. Vor allem, weil immer lasse ich eigentlich eine Konsole aus und hole mir dann eher die von der Konkurrenz, muss ich sagen. Au, au, au. Ich wollte eigentlich noch gleich in Deckung springen. Verdammt! Ja, ganz lustig eigentlich, weil ich habe zum Beispiel die Wii ausgelassen. Und die Xbox 1, also die wirklich erste Xbox. Und hatte sozusagen den GameCube und die 360. Und vorher hatte ich auch noch die PlayStation 2. Und da habe ich ja halt sozusagen den Zwischenschritt von der Wii und. Ach egal. Jedenfalls wäre das nächste, was ich mir eigentlich holen müsste, wäre eigentlich im Prinzip die PlayStation 4 von den High-End-Konsolen. Damit ich so möglichst alle Konsolenspiele Das ist abgedeckt habe. wertvoll. Weil mit der Wii U kann man zum Beispiel Wii-Spiele spielen, GameCube habe ich auch noch eine Konsole. Und so weiter. Steht, worauf ich hinaus will? Ich bin ein Planungsgenie. Naja. Selten. Aber manchmal auch irgendwie. Meine Schule. Ich sag da nur. Komm schon. Ich mach ich fertig. Peng. Oh, ich hab vergessen, die Fähigkeit zu aktivieren. Ja, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt ganz blöd. Macht ja mal jemand bitte diesen Typen hier vorne platt. Muss ich halt alles selber machen, mal wieder. Das nennt sich hier wirklich echtes Teamwork. So, dafür lohnt es sich eigentlich, einen Schuss zu setzen für den Typen. Pio, nein, ich will nicht. Da, die. Bam! Weg ist er. Und da links ist noch eine. Die kommt jetzt da. Hör auf, mich zu schießen! Bang! Next one, please. Natürlich, erwischt mich die Explosion. Man merkt schon wieder, ich habe so ein bisschen leichte gute Laune wieder. Aber nur ganz leicht. Soll auch mal vorkommen, so ist das ja nicht. Nein, jetzt sagt nicht, er muss noch nachladen. Was soll das denn? Ach. Gute Laune. Ade. Ja, da lohnt sich jetzt eigentlich schon wieder keinen Schuss drauf zu setzen. Zang! Okay, es lohnt sich auf jeden Fall mehr, die Gegner mit dem Schilddurchbrecher zu schießen, glaube ich. Weil dann sind sie wirklich tot. Seien es sind wieder so Zenturien. Zenturianen? Zenturiosen. Ja, Zenturiosen. Peng! Na, das One-Hit immer noch. Warte, bis die Fähigkeit aufgeladen ist. Die da hinten steht auch nur so blöd rum, oder? Täuscht das? Ich glaube, das ist eine Sie. Ja. Peng! Ich glaube, die ist noch lebendig. Jetzt geht's. Piu, 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 Raketen.
Fein! Und das war so eben mein letzter Scharfschützengewehrschuss. Oh. Sturmschiff und. Oh Gott, sind das viele. Macht mal eure Fähigkeiten da drauf. Ich versuche ein bisschen vorzurücken. Ah! Er ist weg, er ist weg. Ich auch gleich. Du bist weg, ich auch. Au. Ja, Jack basht alle mit ihrer Schrotflinte weg. Aber das klingt immer so falsch. Jack mit ihrer. Jack ist doch kein Frauenname eigentlich. Kommt auch sein, es ist die Abkürzung von Jackie. Mit IE. Oder so. Das geht ja noch. Nu, wir haben es überlebt. Diesmal. Es wird ein Morgen geben. Und wir können PA hacken. Hacken wir das. Dann. Das und das und dann 4000 Credits von mi. Okay, lassen wir das. Hallo, ich mache Hausbesuche und falle Treppen runter. Ha, könnt ihr nicht. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da ist wer! Peng! Und ich schieße daneben. Ja, da sind ein paar. Ja, ja, ja. Ein paar. Ein paar sind aber zwei. Ha! Oh. Oh. Peng! Ja, fast. Eine Sekunde früher geschossen. Dann hätte ich auch noch den Boost von der Adrenalinstoß gehabt. Peng! Der ist weg. Oh, ein Schacks. Da ist ein Schläger. Eigentlich eine Schlägerin, weil die Raketenwerfer meistens weiblich sind. Warum auch immer. Das ist voll rassistisch, als die Schläger immer. Die Frauen immer nur eine Rasse sein können. Nur eine. Verdammt, ich habe das Wort vergessen. Sagen wir einen Beruf haben. So, Scharfschützengewehr ist leer. Zack, da wechseln wir doch gerne mal wieder. So, Medizinkit, liegt ja noch irgendwas? Nein, nichts. Gut. Sturmschiff rund. Ah, tata, ein Batarian hier. Ja. Oh. Da links stand auch noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Sorry. Ah. Okay, wiederholen wir das nochmal. Ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert und gehe dabei, ne? Oh Mann, bin ich schlecht. Oh Mann, bin ich schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Was? 25%? Was stand da Bonus? Da unten im Ladebildschirm? Da stand irgendwas von Bonus. Ha, werft mir doch mal schnell einen Bonus her. Hey! Bam! Weg ist er! Vorsichtig! Da sind irgendwo Raketen davor. Hey! Deckung gehen, hier trifft mich die Rakete bestimmt nicht. Jetzt schon, jetzt schon. Da ist ein Schläger. Ein Schlägel. Der Schläger 01. Oh Gott. Ein Glück, dass der das niemals hören wird. Zack. Der ist auch weg. Boah, Rakete hat mich um die Ecke verfolgt. Habt ihr das gesehen? Homing Missiles. Oh my God. Peng! Weg mit dir, du Batarianer. Heißt das nicht Pfanne? Ah, Atario? Ja, ich habe ein T, ich habe eine Kehlkopfsprecher, die mir nicht erlaubt, das T auszusprechen. Kleine Ario. Ein Batari. Ne, ein Bada. Ariana. Ein Batariana. Ach, egal. Au, das tat weh. Das kommt bestimmt von dem Sturmgewehr mit den drei Salven. Dass das so viel Schaden reinhaut. Eieieiei. Schmerzen. Ne, das ist Kaffee. Ich dachte gerade, das ist ja Munition, die da so senkrecht steht. Das hätte ich ja vorher noch nie gesehen. Ich warte, bis sie um die Ecke kommen. Oder zumindest, bis ich um die Ecke komme. Ratatatatatatata. Au, 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 au. Attacke, Special Abilities von euch. Pum, 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 pum. Da fliegen sie rum. Fly far away. You can fly.
Oder wie auch immer das Lied geht. Ich kann nicht singen. Nur muss ich dazu nicht sagen. Wir wissen das ja auch schon. Au, au, au. Macht sie fertig. Dich mache ich fertig, heißt das immer noch. Zu diesen einen Kultspruch hätten sie ruhig drin lassen können. Auch wenn ich mich im Mass Effect darüber so aufgeregt habe, dass ich nie irgendwas anderes sage. Ist das schon so ein bisschen zum Running Gag geworden. Ich mache ich fertig. Einfach drauf sprayen. Irgendwann treffe ich schon und irgendwann mache ich ihn auch fertig. Ah, Pam. Pam. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. So, wieder Scharfschützengewehr. Zuck. Der hat keine Munition, ne? Nee. Der hat da Marmelade auf dem Boden verstreut. Ach, dann ist er doch noch drin eingeschlafen. So unmöglich. Zack, hier ein bisschen Muni, da ein bisschen Muni. Okay. Ich bewege mich ja schon. Oh. Peng! Was ich noch sagen wollte, ist, es ist irgendwie so komisch, dass das hier so eine Laboreinrichtung sein soll. Das sieht ja aus wie so ein abgestürztes Raumschiff. Und nicht wie ein Labor oder sowas. Mach den fertig! Kazumi! Los, du schaffst das! Bam! Peng! Du bist auch weg. Da hinten schießt ein Raketenwerfer. Den hole ich mir auch gleich erstmal weg. Ach, das sind sogar zwei, oder? Ja, zwei Stück. Peng, peng. Und das kann ich auch. Peng. You can fly. Far, far away. Bla, bla, bla. Oh. So, den zweiten haben wir auch weggeholt. Wir haben schon lange keinen Kroganer mehr begegnet, ne? Das wird mal wieder Zeit für so einen schönen großen Kroganer, damit wir unsere Carnifex wieder ein bisschen rausholen können und dann pam pam. In dem Moment wünschst du dir bestimmt eine Carnifex gekauft zu haben, oder? Wie ging das? Ah, ich vergesse, ich wandle jedes Mal diesen Werbespruch immer wieder ein bisschen anders um. Ich kann mir den einfach nicht merken. Zack. Und drauf da. Jack. Jack. Nein, da liegt Jack. Peng. Umgeboxt. Steh auf, Jack! Danke, Jack. Was soll das heißen, Shadow hält die Max zurück? Wenn wir keine Verstärkung kriegen, verliert ihr Spielzeug komplett! Jidor. Stimmt, Jidor war der Söldneranführer oder die Söldneranführerin. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich bin der Meinung, es ist eine sie. Könnte aber auch vom Namen her ein Mann sein. Egal, nicht zu viel nachdenken, zu anstrengend. Einfach weiter schießen. Yeah. Es ist einfach so geil designt, obwohl das eine sieht schon so ein bisschen so hier, ne? In dem Bereich einfach so ein bisschen lieblos eingeklatscht aus, aber so im Prinzip den ganzen Schrott hier echt cool gemacht. Das gefällt mir an Mass Effect 2. Dass sie wirklich ein bisschen mehr um die Gestaltung und die einzelnen Missionen reingesteckt haben als im ersten Teil. Ja. So, was haben wir denn hier? Hier können wir ein bisschen Muni ab. Was ist das denn? Munition abgreifen und ein Hacken. Ein PDA-Hacken. Das wollen wir haben. Ach, das hier. Und dann irgendwas Orangenes, Weißes, Grünes mit lila Schrift. Also das hier. Ja. Ich bin wirklich ein Code-Hacking-Experte. Ha. Ach, schön. Naja, eigentlich nicht schön, aber es ist geil gemacht. Wie ich mir gerade schon einmal gesagt habe. So, dann speichere ich hier erstmal. Mal weiter, was in der nächsten Tür ist. Und ich würde sagen, ich habe schon so oft unter überzogen, deswegen mache ich heute wieder ein bisschen früher Schluss. Seht ihr erst, was in der nächsten Folge hinter dieser Tür lauert. Bis dahin, tschüss von eurem Punkt. Bah, bin ich gemein.